Hallo und herzlich willkommen wieder nur zu einem neuen Video. Ja, mit euer Ticker Tobi hier bei Final Fantasy 14 Heavensward. Yeah! Und ja, ich habe für euch jetzt hier ein kleines Spezialvideo für den Sonntag um 15 Uhr geplant. Und ja, ich hoffe, es hat euch von Freitag um 15 Uhr die drei Jobquests gefallen, 58, und den Samstag um 15 Uhr mit der letzten Jobquest Sister Dragoon. Lasst gerne Feedback da, ansonsten würde mich auf jeden Fall freuen. Und natürlich auch zu diesem Video. Hier habe ich eben halt jetzt überlegt, euch hier zu helfen, falls ihr auch jetzt so in der Zeit Noten sammelt wie ich. Und ja, hier gibt es eine Händlerin, hier bekommt ihr dann auch zwei solche Noten, die könnt ihr dann so gesehen ja, hier erwerben. Hier haben wir einmal Finale Trail Falls und einmal den Tinder City. Und diese beiden bekommt man dann durch diese Bernstein mit Einschluss. So, es wissen leider nicht viele Leute, wie man das eben halt bekommt. Und ich möchte einfach euch dann in diesem Video dann zeigen, wie man die bekommt. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen was erfarmt. Ob ich jetzt wirklich jetzt bis 15 hier noch bekommen würde, das bin ich mir jetzt nicht so vielleicht so sicher durch die Vollmachten. Ja, hier habe ich 11 Stück und ich habe das jetzt einfach so gemacht, dass ich jetzt hier von den Freibriefen bei Elion. Ihr müsst einfach sonst auch diese kleinen machen. Die großen braucht ihr nicht zu machen. Das müssen welche Gefechtsdinger sein. Und hier habe ich ihn halt jetzt von 58 ausgewählt. Es könnte auch jetzt nur eine sein. Dementsprechend reicht das einfach nur, wenn ihr eine habt. So, und dann gehen wir mal einmal zur Vorhalte denn. Haben jetzt eine angenommen. So, und es gibt aber auf jeden Fall auch einen Trick, jedes Mal diesen Freibrief zu aktivieren. Falls es nicht da ist, brecht ihr die eben halt ab und dann tut ihr das dementsprechend mit einer neuen Vollmacht dann wieder aktivieren. Das geht so lange, bis ihr dann keine Vollmachten mehr habt. Also ihr habt immer jedes Mal sonst vielleicht eine gewisse Prozentchance, eben halt da, dass ihr dieses Loot da bekommen könnt. Das ist immer diese Schatztruhen. Ich denke mal, das habe ich schon mal bei den anderen Gefechtsfreibriefen aufgefallen, dass dort halt immer solche Schatztruhen sind. Und da kriegt ihr immer dementsprechenden Loot. Und hier ist es so gesehen Bernstein mit Einschluss. So, dann werden wir mal zu diesem Bereich gehen, in den Freibrief. Es ist einfach so gesehen noch eine Demonstration, um den einen oder anderen dabei noch zu helfen, falls ihr jetzt dort auch noch gerne diese zwei Noten haben möchte. Ihr braucht auf jeden Fall insgesamt 15 Stück, um eben halt diese beiden Noten zu kaufen. So, okay. Dann machen wir das so, dass wir einen neuen Versuch machen. Ihr seht, dass ich jetzt 30 Vollmachten noch habe. Die lese ich immer nach ein paar Stunden halt immer wieder auf. So. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, die Schwierigkeit ist eigentlich den Sinne egal. So, da ist jetzt zum Beispiel jetzt keine Truhe zu sehen. Die Truhen erscheinen auch normalerweise immer in denselben Ort. So, dann tun wir das halt so, wie wir sehen, wieder abbrechen. Dann wieder nochmal neu. Ja, schon wieder nicht. Rein theoretisch müsste das immer dort hinten erscheinen. Na, wieder nicht. Nochmal neu. Auch wieder nicht. Ja, es ist immer so eine bestimmte Drop-Chance, die man hat dafür. Habt also genug Vollmachten wie möglich. Und da hinten ist jetzt ein Schatz, seht ihr das? Nach einer bestimmten Zeit erscheint irgendwann ein Schatz. Und den schnappen wir jetzt.
Sehr schön. So, da haben wir jetzt Bernstein bekommen. Jetzt haben wir 12 Stück. Jetzt könnten wir jetzt so gesehen ja wieder abbrechen. Und dann werden wir gleich hier nochmal erneut versuchen. So. Nochmal neu. Und wieder nicht. Ja, dann machen wir wieder nochmal neu. Also halt immer wieder versuchen, Leute, wie ich das mache. Wieder kein Schatz. Mann. Und nochmal neu. Okay, machen wir wieder neu. Und nie aufgeben, Leute. Immer wieder neu versuchen. Manchmal habt ihr auch Glück, so wie ich. Wo ich dann sogar zwei oder dreimal hintereinander bekommen hatte. Es ist immer recht verschieden. So, da hinten haben wir wieder eine Schatztruhe. Sehr schön. Aber dennoch sollte man halt immer wieder genügend Vollmachten haben dafür. Wenn man sich die, ja, wenn man genügend davon erfahren möchte. So, okay. Jetzt können wir die halt wieder abbrechen. Dann machen wir wieder halt wieder neu. Ja, ich gehe wieder auf meine Position. So. Dann starten wir es auch schon wieder mal. So, wieder keine da. Dann wieder erneut. Wieder nicht. Ich werde es versuchen, bis ich, denke ich mal, keine mehr habe oder so. Und dann sollte das wohl reichen. Sonst versuche ich das in den Tagen, wenn ich dann wieder da bin, nach der RPC. So. Wieder nicht. Eine Truhe. Komm, eine Truhe könnte noch kommen, oder? Da, da wäre eine Truhe. So, da hätten wir 14. Eine bräuchte ich noch. Wenn ich jetzt wirklich Glück habe,
Erscheint die nun? Oder ich habe nach den 7 Versuche kein Glück. Das werden wir sehen. Mal schauen. Dann sehe ich einen Schatz. Jawohl, doch Glück noch gehabt. Wunderbar, dann konnte ich das ja während der Aufnahme hier noch zeigen. Wie schon gesagt, das ist halt so nach einer bestimmten, so eine bestimmte Glückschance halt. So, und jetzt werden wir dann wieder zur Fundamente zurückkehren und uns diese 2 Rollen holen. Ja, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen und euch auch so gesehen so eine Art Hilfe, wie ihr denn schnellmöglichst diese Bernstein mit Einschluss bekommt, um eben halt auch dementsprechend diese 2 Noten zu holen. Ihr könnt natürlich auch die dementsprechend für andere Loots holen, wenn ihr wollt. Das ist natürlich euch selbst überlassen. Ich habe es einfach nur dementsprechend gemacht, um diese 2 Noten zu bekommen, weil die man dadurch nur bekommen kann hier. Ja. Und ja, wenn ihr das eben halt euch denn das ja, erfahren möchtet oder sprich Grinding, könnt ihr das gerne tun. Ja, wenn ihr gerne auch diese Musiknoten haben wollt. Ich wollte das eben halt nur so euch eben halt darauf informieren und euch dabei helfen. Natürlich gibt es auch viele andere Sachen, die man hier mit den Bernstein mit Einschluss hier noch holen kann. Dementsprechend könnt ihr da auch noch was holen. Ansonsten sind hier nur eben halt diese 2 Noten, die ich darauf fixiert war, warum ich das hier gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch so gesehen verholfen. Ja, gebt gerne mal Feedback ab, ob ihr selber auch das schon gemacht habt. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen über ein Feedback. So. Ja, dieses Video wird dann auf jeden Fall, wird ihr schon sehen an den Sonntag. So gegen 18 Uhr fahre ich jetzt wieder von Köln wieder weg. Währenddessen, wenn ihr dieses Video seht, bin ich ja noch auf der Messe. Hätte ja zugesehen auch schon Feierabend. Bin aber dann noch für so 2 Stunden und danach zische ich dann ab wieder zurück nach Hause. Ab 18 Uhr, da bin ich so ungefähr um 10:30 wieder, ja, vor Ort. Wieder bei mir. Und ja, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch diese Videos vorzubereiten, um euch dementsprechend noch was zu versorgen. Und währenddessen weg bin. Und es geht auf jeden Fall die Woche dann los mit den Baden. Und dann habe ich dann vor, danach mit den Maschinisten immer den auch noch abzuschließen. Und dann hätten wir alle soweit Kampfklassen fertig. Dann wollte ich dann diese Magier, die dies machen. Und danach eben halt einen Abschluss die Healer. Dann hätten wir so gesehen alle Jobquests soweit durch von den Klassen. Und ja, ich freue mich über euer Feedback. Falls ich welche Leute von gestern gesehen habe, Fotos gemacht habe, Aufnahmen auch vom Fangathering. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich auf jeden Fall gefreut, euch kennenzulernen. Falls nicht, ist es echt schade. Ansonsten, vielleicht habt ihr jetzt auch, weil ihr dieses Video hier schaut und ihr seid auf der RPC, keine Ahnung, dass wir uns da sehen oder so auf dem Stand. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr demnächst dann wieder bei mir reinschalten würdet. Dann kommt da auf jeden Fall noch ein Video, wo ich euch dann so gesehen Materialien zu der RPC und dann auch selber ja, meine Einblicke, Eindrücke und so weiteres, alles, was dazugehört, nehme ich dann so gesehen alles noch im Video mit rein. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch dann auf die Woche darauf, auf dieses Video und dementsprechend auch noch sonst auf die Baden-Job-Quests, die dann demnächst auch noch in den Tagen folgen werden. So, ich bin kaputt. Ich muss nachher wieder aufstehen, Zug erwischen und dann geht's los zur RPC. Ich habe soweit diese ganzen Videos ja erstmal noch vorproduziert. Und ja, ich hoffe, es hat euch so gesehen verholfen, geholfen, Freude gebracht in der Zeit an Videos. Und ja, ich danke auf jeden Fall dafür und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.